Meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen und das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. So und so ähnlich schöne Lieder gibt's gleich bei Neu. Hasen, Bunnies, Playmates. Was geht ab in der Playboy-Villa? Bei Playboy-Menschen erlebt ihr hautnah das aufregende Leben der Girls in Hugh Hefners Villa. The Girls of the Playboy Mansion. Heute 22 Uhr. Nur bei Viva. Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Neu, der Sendung mit den allerneuesten, besten und heißesten Clips, die es auf der Welt gibt. Ich schaue sie mir mal kurz vor der Sendung an, bekomme dann so viereckige, flimmernde Augen und laufe dann nur noch so ins Studio und schaffe es gerade noch, es euch zu erzählen, bevor ich ohnmächtig werde, weil es sind echt viele tolle Songs und natürlich auch viele tolle Videos dabei. Zum Beispiel wieder vereinigt und zusammen und natürlich auch ein Video gebastelt, Take That. Dann gibt es das Neues von der hübschen Kelly Clarkson, Jay-Z, der gute alte Hip-Hopper, ist heute auch am Start und auch der Sido. Und anfangen möchte ich aber mit einem ganz, ganz tollen Song und einem echt klasse Video und einer so tollen Frau. Ich bin wirklich fast verliebt. Es ist die Fergie und ihr neuer Song heißt Fergielicious. Und das Video, ne, ist echt so und so gut, weil ganz am Anfang gibt es mega große Zuckerstangen und ich würde so gern daran schlecken, aber naja, es ist ja nur ein Video. Dann gibt es auch noch ganz viele leckere, dicke Bonbons, wo die Fergie so drinnen liegt und sich regelt. Und außerdem sieht sie selber aus wie ein Bonbon. Und das Highlight ist, also stellt euch mal vor, ihr feiert eine tolle Geburtstagsparty, schlürft leckere Cocktails, eure Freunde sind alle am Start und dann, boing, springt die Fergie aus der Torte. Leute, das muss kein Traum mehr sein. Hier ist das jetzt, der Traum, der wird wahr. Und weiter geht's hier im Karton mit der Sandy und Living Without You. So heißt ihr neuer Song und das Video ist wirklich zuckersüß. Sie sieht aus wie ein Engel auf Erden. Kann ja sowieso singen wie ein Engel. Aber das Lustige ist, ich guck so und die Sandy sitzt im Video und lehnt an einem Jeans-Sofa und lehnt da und regelt sich und singt fröhlich vor sich hin. Und mitten im Video, ne, bekommt das Sofa auf einmal Arme und Beine und ich so, Hilfe, was ist denn da los? Ein Mutantensofa. Aber ich habe gemerkt, das Sofa, das war nie ein Sofa. Das war schon immer ein Mensch. Es sah nur aus wie ein Sofa. Es ist total irre, es ist echt crazy abgefahren, also guckt da mal rein. Hier ist jetzt die Sandy mit Living Without You. So Leute, was hättet ihr jetzt gern? Ah, ich höre da Jay-Z? Na gut, dann zauber ich jetzt mal einen Clip raus. Der neueste von ihm heißt nämlich Show Me What You Got. Und da macht dieser erfolgreichste Hip-Hopper, Label-Chef und Produzent aller Zeiten, okay, nicht der hübscheste, aber der erfolgreichste, ein Video, das sieht so aus, so ein bisschen wie Miami Vice. Er fährt auf jeden Fall mit schönen Autos durch die Gegend, hat dann auch noch ein Powerboot-Rennen mit scharfen Schnitten. Und wo ich gerade dabei bin, das ist eine sehr lustige Szene, weil er fährt da ganz cool und lässig in seinem Speedboot übers Meer, hat einen Kollegen dabei und in einem anderen sitzen so zwei Mädchen im Bikini, so, ist das schön, ja, schön Sonne. Und dann macht er so eine mega Kurve und eine Wasserfontäne schießt auf die Girls und die sind danach sehr, sehr nass, sieht aus wie begossener Pudel, aber nass und begossener Pudel ist ja auch sehr, sehr sexy. Deswegen gibt es jetzt das Video hier, Jay-Z mit Show Me What You Got. Ja, liebe Leute, gleich geht's weiter hier bei uns bei Neu mit Lisa Lee, Take That und Nelly Furtado. Die allerneuesten und heißesten Videos gibt's nur hier, also bis gleich, umsonst auch noch, ne? Sodele, und weiter geht's hier mit der Lisa Lee und ihrem neuesten Video und auch Song, ist ja immer so das Gleiche irgendwie, namens Sterben. Und Lisa Lee ist ja so ein Mädel, da haben viele Männer wirklich sehr viel Angst vor ihr. Ich meine, stellt euch vor, die würde mit einem Baseballschläger mal vorbeikommen, da könnte auch einiges schief gehen. Und im Video zeigt sie sich wieder mal von ihrer Gangsterseite. Das Video ist so ein bisschen Bonnie und Clyde-mäßig aufgebaut. Die Polizei verfolgt sie und ihren Macker im Auto und da gibt's eine Szene. Leute, da haben die aber keine Kosten und Mühen gescheut, die Videomacher. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Also Lisa Lee und der Macker im Auto fliegen mit dem Auto über eine mega Kiesgrube, springen dann aus dem Auto raus, der Fallschirm geht auf, beide fliegen ganze bestimmt 50 Zentimeter und landen dann doch irgendwie auf den Füßen, schnappen sich die Kohle, die sie vorher geklaut haben und laufen davon, ne? Ich sag mal so, das hätte der David Hasselhoff mit dem Kit plus Inspector Gadget nicht besser machen können. Also Hut ab, egal, ich hab zwar keinen, aber Hut ab vor Lisa Lee, hier ist das Video. Juhu, juhu, yeah, yeah, Take That sind wieder zusammen. Und der neue Song heißt Patience. Und liebe Leute, es ist irgendwie alles beim Alten geblieben. Ne? Die Jungs sind kaum älter geworden und es ist wirklich alles beim Alten geblieben, weil der Gary Barlow, der Sänger damals von Take That und immer noch Sänger, singt die ganze Zeit sich wirklich einen Wolf und die anderen machen so...
nicht viel, aber sehen ganz nett aus, ne? Auf jeden Fall, Gary Barlow gibt alles. Und das Video ist ja sehr, sehr dunkel für meinen Geschmack, ne? Also ein bisschen zu dunkel, so eine Hügellandschaft und ein bisschen Nebel und überall spritzt Wasser raus. Und die Jungs laufen da so ein bisschen traurig durch die Gegend. Ich finde, da fehlen so ein bisschen so Blumen oder kleine Tiere, Hunde, Hamster, ein Regenbogen. Aber wir sind ja nicht auf einer Goa-Party, alles nüchtern. Und deswegen gibt's jetzt Take That. Bitteschön. So, liebe Leute, jetzt bekommt ihr Nelly Furtado auf die Augen und auf die Ohren mit All Good Things. Und sie hat sich ja wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr stark verändert. Sie war eher so eine sportliche Maus und ist eher so eine elegante, sexy Schnecke geworden. Und ihr neuer Song ist auch so eine richtige Kuschelnummer für Herbsttage, möchte ich mal sagen. Und das Lustige ist, sie hat in dem Video jetzt ein Pony. Und es ist so ein süßes Pony. Es ist so dunkelbraun und sieht sehr rassig aus. Jetzt denkt ihr bestimmt, ich rede von einem Pferd, ne? Ich meine, sie hat einen Haarpony. Ja, sehr interessant, ne? Also guckt mal rein, jetzt seht ihr Nelly Furtado mit einem neuen frischen Pony. Sehr, sehr schick und schönes Video. So, liebe Leute, nach einer mini, mini kurzen Pupi-Pause gibt's hier richtig Frauenpower mit La Fee, Kelly Clarkson und Sido. So, Leute, und nun bekommt ihr das allerneueste Video. Ich wollte nagelneueste sagen, aber ich meine nur das neueste Video von der La Fee. Und es heißt Mitternacht. Und in diesem Video ist es sehr, sehr gruselig. Mitternacht ist also die Zeit, wo die Gespenster durch die Gegend fliegen und die Werwölfe laufen durch den Wald und Zombies gehen shoppen. Und das Video ist sehr, sehr gruselig. Aber wirklich, ich habe ab und zu so gemacht. Hat er so ein bisschen was von Geisterbahn. Auf jeden Fall, die La Fee ist ja dafür bekannt für ihre krassen Elektrohaare und Smoky Eyes. Das macht sie auch sehr hübsch und sieht immer sehr elegant aus. Nur die Band, ne, die hat das noch nicht so ganz drauf mit dem Schminken, weil, liebe Jungs, der Lippenstift, ne, das hier gehört auf die Lippen und nicht drumherum. La Fee, hilf denen doch mal. Wir gucken uns jetzt das Video an, Leute, und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Also ich mach so, hier ist La Fee mit Mitternacht. Boah. Und das nächste Video steht schon vor der Tür und es kommt von Kelly Clarkson und heißt Walk Away. Und das ist ja so ein Granatensong, wird im Video sozusagen beschrieben, dass jeder mitsingen muss, will, kann, darf, soll und überhaupt alles. Und wenn ihr jetzt, wenn ihr den Song glotzt und hört, ne, auf den Tisch jumpt, die Pizza wegkickt und die Cola-Dose schnappt und da reintrellert, dann ist das ganz normal. Also macht euch keine Sorgen, nicht Onkel Doktor rufen oder so. Nur viel Spaß haben mit Kelly Clarkson und Walk Away. Yeah! Gleich kommt der Bibo aus der Sesamstraße. Ach nee, der Sido aus der Hermannstraße. Das ist Neukölln. So, ihr Süßen, und weiter geht's hier mit dem Sido und seinem neuen Song namens Straßenjunge. Und er ist ja so der polarisierendste Rapper aller Zeiten. Und das Schöne ist, werden jetzt viele sagen, die das Video sofort sehen, in wenigen Sekunden, ey, cool, Sido hat wieder seine Maske auf der Nase, weil das steht ihm ja besonders gut, wie ich so finde. Das passt nämlich sehr gut zu seinen Socken. Und liebe Tokyo Hotel Fans, ne, wenn ihr gerade zuguckt, jetzt passiert was ganz, ganz Hartes und was ganz Unglaubliches. Ihr müsst wirklich ganz stark sein und wirklich, also da muss man jetzt durch. Da geht dann wirklich der Hut hoch, aber geht halt nicht anders. Im Video läuft nämlich ein Kollege von Mango Berlin, Entschuldigung, ich meine Agro Berlin durchs Bild und macht den hier, also das ist der Stinkefinger, zu einem Bild von Bill. Und das sieht nicht wirklich nett aus. Und da habe ich mich gewundert. Ich so, hä, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch letztens Sido und Bill von Tokyo Hotel beim Nagelstudio gesehen, als ich bei der Maniküre war. Hm, verstehe ich gar nicht. Muss ich nochmal nachhaken. Auf jeden Fall ist jetzt für euch hier das letzte Video am Start von dem Sido. Viel Spaß damit und au revoir. Mua.